Es war ja wirklich nicht einfach, jedes einzelne Programm durchzusuchen, Tage dann durchzuprobieren. Oh, das ist richtig anstrengend teilweise. Hauptsache, ich kriege meine Meile weg und ich habe einen Langstreckenflug mit einer tollen Airline. Eigentlich wollte ich ja eigentlich ein Video machen mit meinen Top 5 Apps oder Webseiten und euch sagen, welche ich immer nutze, um Premiumflüge zu buchen. Aber ganz ehrlich, eine einzige App davon, von den vielen, hat es jetzt alles ja in den Schatten gestellt und die braucht eigentlich ganz viele gar nicht mehr, sondern nur noch die eine einzige App und dazu noch zwei, drei, vielleicht maximal mehr, um vorher herauszufinden, ja, welche Strecke ich vielleicht haben möchte oder wo welches Fluggerät eingesetzt wird, um dann wiederum die Flüge zu buchen und zu suchen erstmal. Aber welche App und welche Seite meine ich eigentlich? Wenn ihr euch mit dem Thema auskennt, habt ihr es wahrscheinlich schon gedacht oder geahnt, aber wer noch nicht, der wird diese Seite und diese App garantiert lieben und fragen, warum gab es die nicht schon früher? Weil sie ist sozusagen der Game Changer unter der Premiumflugsuche. Was meine ich jetzt? Ja, es ist die Seite und mittlerweile auch eine App, seats.ero. Also am besten bei Google eingeben, seats.ero und dann seid ihr schon entsprechend bei der richtigen Seite. Oder unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link direkt zu dieser Seite. Ist ein Unternehmen bzw. Programmierer aus den USA, die sich was überlegt haben, wahrscheinlich wie wir alle, und haben sie Ewigkeiten nach Verfügbarkeiten gesucht der verschiedenen Airlines oder Vielfliegerprogrammen und hatten keinen Bock, überall ständig bei den Airlines auf den Seiten zu suchen, zu suchen, zu suchen und dann da was zu finden. Aber da kann ich nicht buchen, da muss ich dahin gehen. Also das hat Unmengen an Zeit gekostet. Und das ist jetzt vorbei. Warum? Schaut es euch an. Ihr könnt in dieser Maske einfach alles eingeben. Wunsch, Abflug, Wunsch, Ziel. Dann die verschiedenen Allianzen, beziehungsweise eigentlich ja die Airlines, die in der Allianz sind, könnt ihr hier sehen. Ihr findet nämlich keine Möglichkeit über Miles & More Flüge mit Lufthansa First Class oder Business Class oder generell Flüge mit Lufthansa zu finden, weil sie dort nicht zu finden sind. Zumindest in dieser Suchmaske. Ihr könnt aber die Partner der Airline, also Star Alliance, nutzen. Nehmt einfach hier Air Canada und findet dann dort eure Wunschflüge. Aber so genau werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ich sage euch nur die wichtigsten Features und letzten oder für mich die besten Möglichkeiten, damit umzugehen. Ihr könnt aber auch noch viel mehr damit machen. Ihr klickt einfach mal durch und müsst euch ja auch gar nicht entsprechend anmelden oder Geld ausgeben oder das Abo abschließen. Das ist jetzt, ich kann ewig länger sprechen darüber. Ihr guckt einfach mal ein bisschen durch. Ihr könnt also nur als kleiner Tipp an euch, ihr könnt einfach statt den festen Flughafen einfach angeben, ich möchte von Europa nach Asien, das also EUR, dann sind das die größten europäischen Flughäfen und ASA ist dann die größten asiatischen Flughäfen an einem Zeitraum von plus minus 3, 7 oder mehr oder der feste Zeitpunkt, dann die Klasse angeben und ihr könnt ausschließen, welche Airline nicht angezeigt werden sollen. Die möchte ich nicht fliegen oder weiß ich genau, das klappt nicht. Und egal welche, ihr könnt auch komplett alle Airlines Programme durchsuchen lassen und dann habt ihr eigentlich immer, immer wirklich ein Resultat. Und das gab es noch nie. Also das ist sozusagen, wie gesagt, der Game Changer und damit spart ihr Unmengen an Zeit. Aber das ist ja letztendlich noch nicht alles. Jetzt müsste wahrscheinlich auch Nummer 2 kommen, der besten Apps, aber nein, das ist immer noch diese App, denn es gibt sozusagen gewisse Finder, also Finder, die euch nur das raussuchen, was ihr wollt. Zeigt mir alle First-Class-Flüge oder freien First-Class-Sitze der nächsten Zeit an und dann habt ihr, schwupps, eine Liste mit allen Flügen. Das ist krass, oder? Also ab morgen bis, oder eigentlich schon von heute an, also ihr könnt super spontan in den Flieger steigen und First Class oder Business Class fliegen mit der Lufthansa. Das ist in diesem Fall so. Ihr könnt aber auch hier die Q-Sit-Finder nehmen. Das heißt also, da wird euch angezeigt, auf welchen Strecken und wann Flüge damit verfügbar sind und buchbar sind in Meilen. Also da wäre es wahrscheinlich Avios über British Airways günstig oder Asia Miles von Cathay Pacific. Wenn ihr hier sehen könnt, grün heißt direkt, ne, Direktflüge. Das heißt, dann weiß ich auch genau, was das für eine Strecke ist. Wenn es blau ist, heißt es ein Connecting Flight. Das ist eigentlich der Punkt, was alles vereinfacht. Früher habe ich immer irgendwie alle Programme durchgeschaut, meine Strecken eingegeben, die ich halt fliegen wollte. Und das hat ewig gedauert. Damit habt ihr richtig viel Zeit gespart. Am besten nochmal bitte unten Videobeschreibung oder auf unserer Website. Am besten in der Videobeschreibung. Ihr könnt
gerne unseren Link benutzen. Wir sind nicht mit Affiliate mit Ihnen verbunden, aber jeder, der schon einen Account hat und andere ja entsprechend wirbt, der bekommt wiederum einen Monat frei. Also ihr könnt uns damit unterstützen, aber habt dadurch ja keine Mehrkosten. Aber ihr meldet euch ja sowieso an. Also wenn ihr das macht, dann könnt ihr doch gerne unseren Link benutzen. Da wäre ich euch mega dankbar. Jetzt müsst ihr nur noch wissen, wie viele Meilen benötige ich. Ich habe jetzt ja hier Avianca ausgewählt oder auch Air Canada. Das sind ja nicht die Meilen, die wir wirklich dann bezahlen würden bei Miles and More, ne? Das also, ich müsste also vorher schon wissen ungefähr, wie viel Meilen ich bei meinem Programm, wo ich die Meilen habe, denn benötige, um diese Strecken zu fliegen. Und das kann ich zum Beispiel mit der App Award Hacker machen. Da kann ich also meine Strecke, die ich fliegen möchte oder da gefunden habe, kann ich eingeben und dann kann ich auch sehen, was kostet das an bei meiner Airline oder bei meinem Vielflieger-Programm. Man kann es auch andersrum machen. Man guckt natürlich erst vorher und dann kann man schauen, wo ist es am günstigsten. Frankfurt, Bangkok wird man denken, okay, wird wahrscheinlich dann Lufthansa sein oder innerhalb von Asien. Das wird eine asiatische Airline sein, aber nein, es kann oft auch ganz anders laufen. Am besten schaut ihr da mal rein und guckt, was wo viel kostet. Denn die Flüge sind gleich. Nur die Meilen sind anders und das Programm ist anders, aber die Airline, die fliegt, ist dieselbe. Ja, also das war jetzt meine Nummer 2. Wir haben jetzt also Seat Aero, Award Hacker, aber habe ich bestimmte Wünsche? Ich suche nach einer Strecke und gucke, ob da überhaupt die Airline fliegt, die ich gerne möchte. Oder ich weiß gar nicht, welche Airline überhaupt auf der Strecke jetzt fliegt. Und gerade für uns ist das ganz cool, wenn ich also ein bestimmtes Flugzeug, Fluggerät suche und ich möchte danach suchen, wo die das denn wann fliegt. Zum Beispiel, ich hatte ja letztens geschaut, ich wollte gerne mit Garuda, mit der A330 Neo, die haben nämlich auch eine, fliegen und gucken, wo fliegt diese. Aber ich wusste nicht genau, wo sie die einsetzen. Dann habe ich also geguckt und da konnte ich ja schön eingeben. Dann kann ich also in der Suchmaske beliebige Daten eingeben. Aber wenn ich sage, ich möchte unbedingt die A330 Neo fliegen, dann gebe ich einfach nur dieses Fluggerät an und schaue erstmal, wo ist sie überhaupt? Wo wird sie eingesetzt? Das dauert ein ganzes Stück und das sind die Flughäfen, die mit diesem Fluggerät angeflogen werden. Vieles davon ist wahrscheinlich hier Delta, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Airline haben möchte, kann ich das aber auch noch tun, indem ich hier einfach nach der Airline suche. Und dann habe ich also hier Garuda, kann ich ja auch machen und dann den. Ups, ach, das ist auch gut. Air Carolina sind wir schon geflogen. Auch eine tolle Airline, aber sehr, sehr weit weg. Das wird nichts. Aber. Da auf diesen Strecken ist die gewünschte Airline mit dem gewünschten Flugzeug unterwegs. Das kann ich auch weiter eingrenzen, indem ich sage, okay, an welche Klasse ist verfügbar, welche kann ich denn buchen, welche hat sie und welchen Tag überhaupt. Das ist ja auch echt wichtig, ne? Also kann ich also sagen, flexibel und kann auch gucken, One Way oder Return. Natürlich kann ich mich auch weiterleiten lassen, um da zu buchen, aber es ist zumindest wichtig, um zu wissen, welches Fluggerät wann wo eingesetzt wird. Es ist keine Garantie, leider, weil auch immer wieder gewechselt werden kann, aber oft bleibt das ja dabei, weil dann wird das Flugzeug immer regelmäßig auf dieser Strecke und auf bestimmten Flügen, also mit bestimmten Flugnummern auch eingesetzt. Ja, das ist letztendlich meine Top 3. Jetzt habe ich noch eine einzige Seite, wo ich sage, da gucke ich immer noch gerne rein, weil ich, wenn ich ein Flugzeug und eine Airline mit dem Fluggerät und auch den Sitzen nicht so wirklich kenne und gucke mal, wo was eingebaut ist und ich brauche die Seatmap, dann ist es nicht so einfach, immer bei den Airlines selbst zu schauen. Manchmal findet man sie gar nicht, aber es gibt verschiedene Seiten, die spezialisieren sich wirklich nur auf die Seatmaps der verschiedenen Flugzeuge und Airlines. Aber da gibt es eine, klar, die ist irgendwie immer bekannt, aber es gibt bessere tatsächlich. Wusstet ihr das? Zum Beispiel seatmaps.com. Dort findet ihr sehr hochauflösende, detaillierte Darstellungen von dem ganzen Flugzeug mit allen Sitzen und Anordnung und den Details dazu, auch noch dazu. Das ist genau das, was wir brauchen, oder? Schaut am besten da mal rein. Ich werde das versuchen, auch noch in jedes Video dann auch einzusetzen bei uns, weil dann, wenn ihr das wisst, dann wisst ihr auch vorher, was euch zumindest, was die Konfiguration betrifft, erwarten wird. Das war's. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Das sind also jetzt nur 4, keine Top 5 und keine Top 10, weil, wie gesagt, eigentlich der Platz 1 Seat Aero mindestens 3 von den Tops weggenommen hat, weil sie erübrigt das. Ich brauche keinen Seats bei mehr. Ich brauche kein. Es gibt viele verschiedene Seiten oder Apps, die versprechen euch oder haben bisher euch geholfen, Verfügbarkeiten zu finden oder Expert Flyer. Braucht ihr nicht mehr. Ihr könnt diese Seite und diese App nutzen und habt das Resultat viel schneller und das wird euch alles, was ist so, es ist irgendwie toll.
Das ist schon cool. Also, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder wenn ich was vergessen habe, dann gerne in die Kommentare eure Meinung. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ihr könnt einfach ein bisschen durchprobieren. Das mache ich auch immer. Nur durchprobieren lernt man auch. Und ich sage, okay, mindestens oder eigentlich möchte ich das Business Class fliegen und zeig mir mal, was du hast. Ich